Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist wieder euer Jenny Hand. Willkommen zu einem neuen Video und ich habe heute richtig gute Laune. Wollt ihr wissen, wieso? Weil ich gerade trainieren war und wisst ihr, wie ich mich jetzt fühle? Richtig gut. Heute gibt's auf jeden Fall ein neues Messer-Video, aber erstmal muss ich was essen und duschen. Also bis gleich. So, jetzt bin ich frisch geduscht. Auf jeden Fall werde ich euch heute 4 neue Messer vorstellen. Aber bevor es damit losgeht, ich lese sehr oft in den Kommentaren, dass ich meine Messersammlung zeigen soll. Ich habe sie vor 4-5 Monaten schon mal gezeigt und das Video hat über 1 Million Aufrufe. Auf jeden Fall interessieren sich wirklich sehr viele dafür, was mich irgendwie ein bisschen wundert. Und ich werde euch das nächste Mal meine Messersammlung erst nächstes Jahr irgendwann zeigen, weil es ist nicht so viel passiert. Ich habe hier alles mal auf den Tisch gelegt und ich zeige euch das jetzt mal so grob. Und wie gesagt, nächstes Jahr werde ich euch das dann mal genauer erzählen. Da wird sich auf jeden Fall noch etwas ändern. Und ich würde mal sagen, gönnt euch! Ja, so sieht meine Sammlung momentan aus. Ich hoffe, der kurze Einblick hat euch gefallen. Ansonsten, ich werde euch gleich 5 Messer vorstellen, nicht nur 4. Und 3 davon wurden mir geschickt. Vielen Dank an diejenigen, die mir die auf jeden Fall geschickt haben, falls ihr mir auch irgendwas schicken wollt. Link zu meiner Packstation ist in der Beschreibung, aber bitte schickt mir keine Dreamies mehr, weil wie ihr sehen könnt, habe ich hier auf jeden Fall einen dicken Vorrat am Start und meine Katzen sind nicht gerade schlank und sie sollen nicht noch dicker werden. Oder Johnny, du bist auch der Meinung. Ja, ich weiß, du willst noch mehr Dreamies, aber das ist nicht gut für dich. Guck mal, du hast da schon einen ganz schön großen Bauch. Na gut, Johnny, deinen süßen großen Augen kann ich nicht widerstehen. Hier hast du noch eins. Lecker, lecker. Und Bella, du bekommst natürlich auch eins. Lecker, 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 lecker. Okay, jetzt fangen wir aber wirklich mit dem ersten Messer an. Und zwar, das erste Messer, was ich euch jetzt vorstelle, hat mir meine Mutter geschenkt. Und das ist dieses Messer hier. Also ich bin irgendwie nicht so zufrieden damit, weil der Griff, der fühlt sich ziemlich billig an. Es ist auch überhaupt nicht scharf. Damit kann man eigentlich gar nichts schneiden. Noch nicht mal ein Brötchen kann man damit ordentlich schneiden. Man kann sehr gut damit Brötchen schmieren. Und die Klinge, die ist aus rostfreiem Edelstahl. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Und Freunde, das war nur ein Prank. Der Witz, der war okay, oder findet ihr nicht? Gut, jetzt fangen wir wirklich mit dem ersten Messer an. Und lasst mal einen Daumen hoch da, wenn ihr noch mehr Messervideos sehen wollt, Freunde. Ich fange einfach hier von links an. Ich weiß gar nicht mehr, was da drin ist. Ich muss erstmal schauen. Ach ja, das Messer wurde mir geschickt. Das Messer hat mir sehr gut gefallen. Das ist von, ich weiß gar nicht, Beer Grills. Habe ich irgendwie noch nie gehört. Gerber, keine Ahnung. Hier ist auch nochmal so eine Anleitung oder so dabei. Da steht auf jeden Fall etwas drin. Aber auf jeden Fall gefällt mir dieses Messer sehr gut. Der Griff, der ist so aus Gummi, also wirklich sehr rutschfest. Was ich sehr schade finde, ist, dass dieses Messer sich mit einer Hand öffnen lässt. Das bedeutet, ich darf das in Deutschland leider nicht mit mir führen. Das ist wirklich sehr traurig. Ansonsten wäre das meiner Meinung nach wirklich so das perfekte Outdoor-Messer, weil es ist wirklich sehr leicht durch diesen Griff. Der ist eben aus Gummi oder so, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall, oder aus leichtem Plastik, aber auf jeden Fall ist der stabil und wie gesagt, das Messer ist sehr leicht, kann man sehr gut in die Tasche reinstecken und dann eben mit sich führen, wenn es in Deutschland nicht verboten wäre. Ansonsten testen wir mal kurz, wie scharf es ist. Dazu nehme ich einfach dieses weiße Blatt und schneide da so vorsichtig rein und das Messer ist auf jeden Fall sehr, sehr scharf. Zieht euch das rein, Freunde, das ist ultra scharf, das ist richtig nice, das geht da durch wie Butter. Was mir hier wiederum nicht so sehr gefällt, aber was ziemlich praktisch ist, dass die Klinge hier vorne eigentlich nur so ziemlich kurz ist und hier vorne befindet sich dann halt die Säge. Aber draußen kann man so eine Säge schon mal gebrauchen, wenn man ums Überleben kämpft. Und ansonsten, das gefällt mir wirklich sehr, dass es so scharf ist, das ist nice. Es ist leicht, auf jeden Fall zweckmäßig, aber sehr schade, dass es sich mit 2 Händen öffnen lässt. Machen wir weiter mit diesem Messer hier. Masters Collection. Ich glaube, das habe ich mir selbst gekauft und das muss ich erstmal aufmachen und dafür benutze ich einfach das andere Messer, um das hier aufzumachen. Schauen wir mal rein, was sich da drin befindet und oh ja, das habe ich gekauft. Das ist ein nicht männliches Messer, aber ich fand, das sah auf jeden Fall richtig heftig auf Amazon aus. Übrigens habe ich euch alle Messer hier, die ich jetzt zeige, verlinkt. Ich fand, das sah richtig heftig aus und ich finde jetzt, das sieht auch richtig heftig aus. Hier haben wir eine Meerjungfrau und diese Meerjungfrau ist sogar oberkörperfrei.
Oh nein, was habe ich gerade getan? Ich weiß auch nicht, was das war. Auf jeden Fall ist es pink. Ja, es sieht sehr weiblich aus, aber es gefällt mir irgendwie. Es sieht auf jeden Fall abgespaced aus. Wir ziehen uns gleich noch die Klinge rein. Die, ich finde, das ist auch sehr detailliert hier. Sogar man sieht hier diese Schuppen von der Flosse. Hier oben noch so ein Stern und die Frau sieht wirklich auch sehr heiß aus. Man sieht sogar fast einen Nippel. Also man sieht so eine kleine Andeutung von Nippeln. Machen wir es mal auf und zieht euch das rein, Freunde. Und da sieht man einfach so das Meer. Da ist noch so ein kleiner Nemo drauf. Da hinten ist noch so ein kleiner Nemo drauf. Hier ein Delfin. Und auf der anderen Seite sieht es so ähnlich aus. Auf jeden Fall richtig krass. Masters Collection, das ist ein richtig schönes Messer. Ja, ich weiß, es ist nicht so männlich, aber zieht euch das rein, das ist echt schön. Das kann man sich so anschauen, das ist wirklich sehr schön. Ich finde das richtig nice. Das ist ein sehr besonderes Messer, das ist echt heftig. Schauen wir nochmal, ob es scharf ist. Ich ziehe das einfach hier durchs Papier. Okay, das war auf jeden Fall erstmal nichts. Und ihr seht, es geht nicht so glatt durch. Also, es ist nicht so scharf, aber das finde ich gar nicht so schade, denn dieses Messer, ich würde das niemals irgendwie benutzen oder so, sondern ich würde mir das eher einfach nur hinlegen, weil es sieht einfach so nice aus. Und hier, Freunde, ihr wisst, das liebe ich. Bam! Springt es auf. Oh mein Gott, das ist wirklich sehr schön. Schaut euch mal, die Meerjungfrau hat sogar einen Bauchnabel. Sogar darauf wurde geachtet. Das ist echt heftig. Dann haben wir hier ein neues Messer von Browning. Und ihr habt, falls ihr mein letzten Messer von Browning gesehen habt, die waren sehr massiv. Und dieses Messer hier ist auch sehr massiv. Das wurde mir geschickt. Zieht euch das rein. Das ist wirklich sehr schwer und es ist auch groß. Ich klapp's mal auf. Bam! Springt auf jeden Fall sehr nice auf. Ansonsten das Design richtig geil. Schöner Metalllook und dann hier noch ein paar, weiß nicht, wie man das nennt. Erinnert mich so ein bisschen an Camouflage. Irgendwie so eine Tarnfarbe oder so. Da vorne steht nochmal Browning drauf. Auf jeden Fall ein sehr massives Messer. Ich brauche hier mal ein neues Blatt. Dann testen wir gleich, wie scharf das ist. Und dieses Messer, oh mein Gott, Freunde, zieht euch das rein. Dieses Messer ist auf jeden Fall verdammt scharf. Es sieht nicht nur gefährlich aus, sondern es ist auch gefährlich. Und hier gefällt mir auch sehr, dass die Klinge halt komplett ist. Von oben nach unten eine sehr schöne große Klinge. Richtig geil. Das geht einfach durch, als wäre das Blatt Papier nichts. Dieses Messer, das ist verdammt scharf. Ein richtig geiles Teil. Schön massiv. Das ist ein männliches Messer. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr. Und es springt ordentlich auf. So muss das sein. Also bis jetzt haben wir drei schöne Messer gehabt, Freunde. Mal schauen, wie es weitergeht. Hier habe ich noch ein Messer, das wurde mir geschickt. Darüber habe ich mich wirklich sehr gefreut. Es ist zwar schon gebraucht, aber das ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall ist es sehr simpel, aber das Holz hier gefällt mir wirklich sehr. Und es ist ein Zweihandmesser. Sehr nice, dass mir ein Zweihandmesser geschickt wurde, weil ich habe unbedingt eins gebraucht. Man kann es auch nicht einfach so öffnen, sondern man muss schon hier drauf drücken, damit man es aufmacht. Es kann auch nicht aus Versehen oder so aufgehen. Also dieses Messer kann man garantiert nicht mit einer Hand öffnen. Normalerweise könnte man das hier so aufklappen, aber das geht nicht, weil man muss hier eben drauf drücken, um es zu öffnen. Es ist ein Einhandmesser und das ist auch wirklich sehr leicht, obwohl es aus Edelstahl ist. Und das darf man mit sich führen, das ist wirklich sehr nice, denn jetzt habe ich endlich ein Messer, was ich mit mir führen darf. Und Moment, ich brauche erstmal ein Blatt Papier. Dann schauen wir mal, wie scharf dieses Messer hier ist. Ziehen wir das einfach mal durch. Und dieses Messer ist nicht so scharf, wie es aussieht, Freunde. Nee, es ist wirklich nicht so scharf. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist schon gebraucht und deswegen ist es wahrscheinlich nicht mehr so scharf. Das muss ich mal nachschärfen. Werde ich wohl tun. Man sieht auf jeden Fall auch ein paar Gebrauchsspuren. Aber das ist nicht so schlimm. Dann wisst ihr, was ich damit mache. Dieses Messer werde ich jetzt benutzen, wenn ich unterwegs bin und Messer irgendwie brauche oder um meine Pakete zu öffnen. Das wird jetzt mein neues Paketmesser. Gut, kommen wir zum letzten Messer. Und dieses Messer ist auf jeden Fall was Besonderes. Ich weiß nicht, ob das dieses Transformers-Zeichen hier ist. Aber auf jeden Fall ist es ein Transformers-Messer. Warum, werdet ihr gleich sehen. Es hat wirklich sehr gute Bewertungen gehabt. Und in den Bewertungen stand auch, dass es wirklich sehr scharf ist. Davon möchte ich mich aber gleich selbst überzeugen. Es ist irgend so ein China-Teil. Hier hat man noch so eine Schnur dran. Die kann man da befestigen. Und wenn man sich das Messer hier mal anschaut, ja, das ist das Transformers-Zeichen, oder? Übrigens, hier mein Tattoo und voll viele meinen immer, ist das Transformers? Aber das sieht doch gar nicht wie Transformers aus. Ich weiß nicht, wie ihr da drauf kommt. Auf jeden Fall. Das ist das Messer und es sieht einfach aus wie so ein, weiß nicht, als, das könnte man sich sogar als Anhänger für seine Halskette benutzen oder wie ein Flaschenöffner. Ich weiß gar nicht, wie das aufgeht. Wie geht das auf? Man kann es auf jeden Fall nicht aufziehen. Man muss hier drauf drücken, Freunde. So funktioniert der Hase. Also drückt man einfach hier drauf
ziehe das raus und dann kann man einfach andersrum wieder reinstecken und schon hat man ein Messer und die Klinge ist verdammt kurz. Es ist auf jeden Fall ein richtig cooles Teil, das kann man auf jeden Fall sehr gut mit sich führen. Wie gesagt, als Anhänger oder so, das ist echt krass. Also das macht seinen Namen, Transformers Messer, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie sagt man das, eine Ehre oder so. Schauen wir mal, ob es wirklich so scharf ist. Oh mein Gott! Freunde, zieht euch das rein! Dieses kleine Messer, es ist wirklich verdammt scharf, so wie die Leute das in der Amazon-Bewertung geschrieben haben. Echt heftig. Gebt euch das. Also dieses Messer, das ist das schärfste von allen jetzt. Also von denen, die ich heute vorgestellt habe. Wenn nicht sogar das schärfste Messer, was ich jemals gehabt habe. Oh mein Gott, was ist das? So eine kleine Klinge und so scharf. Also das nenne ich auf jeden Fall qualitativ hochwertig. Und es war überhaupt nicht teuer. Das ist echt ein cooles Messer, ein besonderes Messer. Echt nice. Gefällt mir sehr gut. Ja, Freunde, das war's auch schon mit den 5 Messern. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, welches euch am besten gefallen hat. Also mir hat das auf jeden Fall gefallen, weil es ist einfach heftig. Es ist etwas ganz Besonderes. Mich würde auf jeden Fall interessieren, welches euch am besten gefallen hat. Das war's mit dem Messervideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, falls ihr das noch nicht getan habt. Hier könnt ihr euch noch ein paar coole Videos anschauen. Übrigens habe ich auch einen Gaming-Kanal, könnt ihr euch hier anschauen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hab euch lieb, euer Johnny Hunt. Und Johnny hat euch auch lieb. Bella natürlich auch. Und dieses komische Tier auch.